Scheiße, ich habe Nate verloren. Von Eric und von Christine ist auch nichts zu finden. Ich bin hier in irgendeinem Garten mit Enten gelandet. Scheint so, als würde Ultraviolet nicht gegen Tiere vorgehen, sondern nur gegen Menschen. Aber was zur Hölle hat das hier zu suchen in einem Hightech-Sicherheitsgebäude? Weil ganz ehrlich, die Verteidigungssysteme sind hier nicht von schlechten Eltern. Ich habe hier auch jemanden gefunden. Sein Name ist Gregor. Er war hier wohl der Botaniker. Er hat hier viel an den Pflanzen und für die Tiere getan. Und scheint, als hätte er hier nichts mitbekommen. Ich habe ihn gefragt, was das Ganze soll. Und ob er wirklich nichts weiß. Dann hat er alles gesagt, was er über dieses Projekt weiß, über Ultraviolet. Das Einzige, was ich weiß, dass wir hier alle sterben werden. Noch irgendwas? Ja, ihr hättet nicht herkommen sollen. Und warum? Weil dieses Wesen nur töten kann. Und woher wissen Sie das, wenn Sie noch nie zuvor mit diesen Wesen in Kontakt getreten sind? Das hat mir Vincent so gesagt. Was? Vincent? Der lebt noch? Ja, er lebt noch, aber er ist wahnsinnig geworden. Nehmt euch vor ihm in Acht. Wieso ist er denn wahnsinnig geworden? Sie haben ihn noch nicht getroffen, oder? Nein, noch nicht. Wieso? Weil er ein psychisches Wrack ist. Er hat nur das Ziel, Violet zu töten. Und er wird auch euch töten, wenn ihr euch ihm in den Weg stellt. Okay, danke für die Information. Wollen Sie nicht mit uns kommen? Oder mit mir? Ich weiß nicht, wo meine Kollegen sind. Nein. Ich werde in diesem Garten sterben. Ist das Ihr Ernst? Ja, dieser Garten ist meine ganze Existenz. Alles klar. Danke, Gregor. Vielen lieben Dank. Wo ist hier der Ausgang? Durch die nächste Tür links. Ich danke Ihnen. Wiedersehen. Nachdem ich den Ausgang gefunden habe, ging ich weiter nach meinen Leuten suchen. Wo sind sie alle? Ich bin echt überfragt. Und dann hörte ich ein Geräusch. Ein Aufzug. Vielleicht sollte ich den benutzen. Ich ging weiter auf den Aufzug zu. Und dann, beim Aufzug angekommen, hörte ich ein irres Lachen. Von wem dieses Lachen kam, weiß ich nicht. Vielleicht ist es dieser Vincent. Es kam auf jeden Fall von unten. Ich bediente den Aufzug. Und auf einmal stürzte dieser ab. Wo ich gelandet bin. Wahrscheinlich im Keller. Es ist zu dunkel. Und ich habe keine Taschenlampe. Ich muss eine finden. Das ist ziemlich beängstigend. Ich habe selten Angst. Außer im Dunkeln. Ich fürchte mich vor der Dunkelheit. Das ist einer meiner größten Ängste. Bitte, Nate, Eric oder Christine, holt mich hier raus. Und ich hoffe, ich begegne nicht diesem Vincent. Oder vor allem nicht Ultraviolet. Ich weiß nicht warum, aber ich fürchte mich für Vincent und auch Ultraviolet. Weil ich gottverfickte Scheiße nicht sterben will. Ich hab noch so viel vor im Leben. Ich schwöre, wenn ich hier raus bin, dann kündige ich diesen Scheißjob und lebe mein Leben. Ich will noch Familie gründen. Ich will noch etwas erreichen. Das Einzige, was ich kann, ist professionell morden. Oder, keine Ahnung, jemanden auszuspionieren. Oder andere Sachen. Ich hab's leid. Ich will nicht mehr. Ich will ein normales Leben führen. Ich will nicht für die Armee arbeiten. Oder für irgendwelche Untergrundfirmen. Ich will Frau und Kinder. Ich schwöre, wenn ich hier lebendig rauskomme, dann werde ich einen ganz anderen Weg einschlagen. Ich hab's leid. Das war's erstmal von mir. Ich melde mich, wenn ich Nate und die anderen gefunden habe. Euer Tyson. Nate, Eric, Christine, ich hoffe, ihr lebt noch. Ihr seid meine besten Freunde.
falls ich es nicht mehr überleben sollte und mich Vincent oder diese Ultra Violet fangen sollte und mich foltern, umbringen, was weiß ich, dann will ich, dass ihr Folgendes wisst. Ich liebe euch, Leute. Ihr seid das beste Team, was ich jemals hatte. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin, lebt wohl. Ich liebe euch, Leute, wirklich von ganzem Herzen. So, das war's mit der dritten Folge von Ultra Violet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, so wie mir es Spaß gemacht hat beim Aufnehmen und beim Schneiden. Ich hoffe, wir sehen uns morgen auf dem Japan-Tag. Da habe ich nämlich, falls ihr mich treffen wollt, ich habe ab 12 Uhr mein Fan-Treff. Also, ja, das ist ein Fan-Treff. Wenn ihr kommen wollt, dann seid dabei. Ich bin, wie gesagt, von 11 bis ca. 14, 15 Uhr da. Also halt mit Shootings, mit Videodreh und all dem. Und ihr könnt ja Videobomb machen, euch zustellen, euch promoten. Da habe ich kein Problem mit. Leute, wie gesagt, ich liebe meine Community und viel Spaß euch noch. Euer Raven Duck Creep. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Creep-Like, Daumen nach auf, abonniert meinen Channel, um nichts mehr zu verpassen und haut raus, bis dann, ciao.